Es ist Adventszeit und weil kurz davor, also zwischen Thanksgiving und dem ersten Advent, am Black Friday, der Black Friday ist, wer hätte das gedacht, dass er Black Friday am Black Friday ist, habe ich es mir auch nicht lumpen lassen und hab auch mal zugeschlagen, gab nämlich tolles, tolles Angebot, immer noch teuer, aber im Vergleich, ne, man kennt's, ne, man redet sich das immer schön. Auf jeden Fall habe ich hier eine wunderbare Box in der Box und wie man gerade sieht, Vergangenheits-Lukas hat mit dem großen scharfen Messer hantiert, um die Box erstmal aufzubekommen. Und in der Box habe ich die 56 Disney Klassiker Box, also da sind sozusagen alle Meisterwerke drin, die Disney von Schneewittchen bis Vaiana rausgebracht hat. Stimmt nicht so ganz, aber dazu kommen wir, glaube ich, später. Wie man sieht, wunderschön in weiß gepackt. Mit so, wie heißt es, so Glitzerfoliengold drauf. Diese, wie soll man sagen, die Silhouette des Disney-Schlosses mit, oh, wie hieß die Fee? Ja, an den Seiten auch nochmal so dieser goldene, glitzernde Text. Hinten drauf, das ist nur ein Papier, was festgeklebt wurde mit so diesem komischen Schleimkleberzeug, was sich recht einfach ablösen lässt. Wie man hier sieht, alles Blu-rays, außer da, wo DVD dabei steht. Was leider ist in der deutschen Variante, sie haben einen Film komplett rausgelassen und dafür tierisch wild reingenommen in die Kollektion. Was ein bisschen schade ist, aber den Film werde ich wahrscheinlich irgendwann später nochmal. Irgendwo findet man den hoffentlich noch. Am besten natürlich auf Blu-ray, aber das wird wahrscheinlich ein Import. Wie man sieht, schön eingeschweißt das Ganze. Und vorne drauf der USK, das USK-Logo ist auch nur ein Aufkleber, was toll ist. Dann habt ihr den auch schon abgelöst jetzt. Und das Cover kann man auch abmachen. Mache ich, glaube ich, jetzt auch. Genau, ich habe nochmal nachgeguckt. Der 8. Film der Disney Studios, Make Mine Music, der hat nicht mal einen deutschen Titel, wurde in der deutschen Edition rausgelassen, was schade ist, aber den finde ich schon noch. Und hier hinten drauf noch ein schönes Walt Disney Zitat, alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, sie zu verfolgen oder so. Das Ganze ist aufgemacht wie ein großes Buch. Hinten auch nochmal das Zitat drauf, vorne auch wieder das Logo, was schon auf dem Schuber ist. Alles so goldglänzend, ist natürlich eine Limited Edition. Und dann, vom Format her ist es wie so eine Schallplatte und auch dieser Zettel, der sagt, an welcher Nummer welcher Film zu finden ist und welche Spezifikationen und Extras die Filme haben, alles da drauf. Und dann kommen wir eigentlich zum langweiligsten Teil, nämlich immer vier Discs nebeneinander, die nur so reingelegt wurden, aber die Pappe hält sie doch ganz gut in Position und beim Umschlagen fallen sie nicht raus. Leider sind ein paar der unbekannteren Filme nur auf DVD, wie vorhin schon erwähnt, und man geht halt so durch die guten, wie die schlechten, wie die seltsamen Jahre. Hier zum Beispiel in den 90er Jahre, die zweite Glanzzeit von Disney, gefolgt von der seltsamen Zeit, zum Beispiel Dinosaurier, ein Film, der erst nachträglich noch in diese Meisterwerkreihe raufgenommen wurde. Oder hier Kühe sind los und der Schatzplanet sind schon umstrittenere Disney-Filme. Oder diese Animationsfilme. Gerade Tierisch Wild ist ja nicht mal wirklich von Disney, sondern nur lizenziert. Also die Seite würde ich fast rauslassen aus dem Buch, aber zum Glück kommt ja dann, ja genau, hier komme ich nochmal darauf. Tierisch Wild sollte hier nicht drin sein, aber was will man tun?
Und hier dann wieder die guten Zeiten, die letzten 2D-animierten Filme leider und danach die 3D-animierten Filme, die gut sind. Aber ich bin ein Fan von 2D-Animationen, von Zeichentrick, von Comics. Ich hab's halt lieber, wenn Sachen nicht 3D-animiert sind. Und hier nochmal am Schluss ein Bild von allen Filmen. Das war dann schon auch alles von dieser Kollektion. Da habe ich jetzt auf jeden Fall viele tolle Filmabende vor mir. Mal schauen, wie viele davon ich vielleicht auch mit meiner Family machen werde. Genau, hier komme ich nochmal drauf zu sprechen. Es ist ein Aufkleber. Den abzulösen war gar nicht so einfach. Zum Glück haben wir Nagellackentferner da gehabt, wodurch man die Rückstände noch ablösen konnte, die der Kleber übrig gelassen. Das war's dann auch für diese Kollektion. Bis zum nächsten Mal. Habt eine tolle Adventszeit. Ciao.